Ja, wir haben einerseits einen Online-Broker, wo Kunden ETFs selbst handeln können, nicht ausschließlich ETFs, aber da auch ein breites ETF-Sparplanangebot, natürlich auch nachhaltige ETFs dort. Wir haben eine Vermögensverwaltung, in der es sowohl konventionelle als auch nachhaltige Strategien gibt und darüber hinaus noch als kleines Extra können Sie auch bei Scalable Cash-Management betreiben, also Tages- und Festgelder abschließen. Das ist unser Plattformgedanke rund um die Geldanlage herum. Jetzt möchte ich aber gleich mal einsteigen in das Thema Nachhaltigkeit und ETFs und warum das auch vielleicht so gut zusammenpasst. Und da noch einmal sozusagen einen Schritt gehen. Ich weiß gar nicht, wie der Wissensstand jetzt aller Teilnehmer ist, um noch einmal so ein bisschen zu schauen, was sind eigentlich ETFs, wo kommt das Ganze her und wie lässt sich da auch Nachhaltigkeit integrieren in den ETF-Gedanken sozusagen. Die Idee des passiven Produkts des ETFs, die ist gar nicht so jung, wie man manchmal zu glauben scheint. Ja, hier in Europa ETFs seit 20 Jahren, handelbar, grundsätzlich aber ja schon wesentlich älter. In den 70er Jahren in den Vereinigten Staaten hat John Bogle die Idee, einen Indexfonds aufzulegen. Ja, also sozusagen einen vordefinierten Korb von Wertpapieren, von Aktien mit einem Fonds zu verfolgen und jetzt kein aktives Stockpicking zu betreiben. Ja, es hat dann einige Zeit gedauert, bis sich diese Idee durchgesetzt hat und mittlerweile sehen wir einfach auch große Zuflüsse in diese ETF-Idee. Ja. Und das Schöne ist jetzt, dass es diese Indexabbildung, die können Sie sozusagen machen auf ganz verschiedene Wertpapierkörbe. Ja, es gibt ja einerseits die klassischen Indizes, wie jetzt einen DAX 30, ja, in Zukunft dann bald den DAX 40 in Deutschland oder einen S&P 500. Aber Sie können auch natürlich nachhaltige Indizes, also vorher einen Korb von nachhaltigen Unternehmen definieren und diesen dann mit einem ETF abbilden. Das ist genau die gleiche Idee und es bleibt eigentlich zusammengefasst, was der ETF ist. Es ist ein Werkzeug und zwar ein sehr kostengünstiges Werkzeug, um einen definierten Markt an Wertpapieren abzubilden und zu investieren. Und das hat einfach ganz viele Vorteile. Ja, sowohl die konventionellen ETFs als auch die nachhaltigen ETFs zeichnen sich aus durch Transparenz, durch geringe Kosten. Ja, gibt ja auch verschiedene Nachhaltigkeitsangebote bei aktiven Fonds. Ja, die sind meist sehr, sehr viel teurer. Die Handelbarkeit, dass ich sage, naja, wie kann ich denn damit umgehen, wenn ich mal umschichten möchte, das Portfolio, da habe ich einfach bei ETFs zu den Börsenhandelszeiten immer eine Kursstellung. Es gibt ein sehr breites Angebot an ETFs, also ich kann auch verschiedene Nachhaltigkeitsideen mit ETFs mittlerweile platzieren und zu guter Letzt, das ist ja ein Grundgebot bei der Geldanlage, sowohl bei der konventionellen als auch bei der ethisch nachhaltigen, die Diversifikation. Ja, also nicht alle Eier in einen Korb legen, sondern in viele verschiedene Unternehmungen investieren, verschiedene Anleihen auch, nicht einzelne, dass ich das eben auch, kann ich mit einem ETF sehr gut machen. Der ist ja schon in sich diversifiziert. Und auch um das Thema Kostenfaktor noch einmal ganz vorneweg, bevor wir in die Nachhaltigkeitsdiskussion einsteigen, noch einmal aufzuzeigen. Wenn ich einmal vergleiche, was denn aktive versus passive Produkte kosten, ja, und das ist eigentlich egal, ob Sie konventionelle Anlagen betrachten oder nachhaltige Anlagen, dann gibt es einfach einen ganz großen Kostenunterschied. Wir haben hier mal einen Fall aufgezeigt mit einem ETF-Portfolio, einem fiktiven und einem Mischfonds. Und dem Mischfonds haben wir 1,5% Kosten per annum unterstellt. Das wäre noch gar kein teurer, sondern eher einer auf der günstigeren Seite. Und das passive ETF-Portfolio, ja, stellen Sie sich vor, ein Weltportfolio, verschiedene nachhaltige ETFs hier zu 0,3%. Das ist schon eigentlich eher am teuren Rand der Kurve, wenn ich ETFs betrachte. Und da sehen Sie jetzt, insbesondere im langen Anlagehorizont, haben Sie einfach durch die Kosten eine Renditebremse. Ja, wenn Sie eine gleiche Wertentwicklung unterstellen, ja, dann haben Sie einfach nach insbesondere längeren Zeiträumen, ab 5 Jahren, ab 10 Jahren, ab 20 Jahren noch so, noch wesentlich mehr, einfach signifikante Renditeunterschiede. Und deshalb sollte man bei der Geldanlage, die langfristig orientiert ist, auf ETFs setzen als Privatanleger, so wie das übrigens auch viele professionelle Anleger tun, um einfach diesen Kostenvorteil, der am Ende auch zum Renditevorteil wird, einzustreifen. Wie schauen wir uns jetzt ETF
Auswahlkriterien an. Wenn wir das in der Vermögensverwaltung machen, dann machen wir das für unsere Kunden. Wenn sie sagen, Vermögensverwaltung ist nichts für sie, sondern sie möchten das selbst machen, dann sind das auch ganz gute Hinweise, die man immer so beachten kann, wenn man ETFs auswählt. Und auch das hier ist erst einmal unabhängig, ob das Produkt nachhaltig ist oder nicht, sondern das gehört einfach zum Grundhandwerkszeug, was man sich überlegen sollte bei der Produktselektion. Das sind einerseits Kostenkriterien, ja, also dass sie möglichst günstige ETFs haben, sowohl auf Seiten der Produktkosten wie Total Expense Ratio, als auch auf Seiten von ja, Kosten, die man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so betrachtet, wie Geldbriefspannen beim Handel. Ja, wenn Sie das Portfolio umschichten, wenn Sie größere Beträge umschichten, wenn Sie das häufiger tun sollten, dann müssen Sie einfach achten, dass Sie möglichst enge Spreads haben, sonst verlieren Sie auf der Seite des Handels wieder Geld. Des Weiteren sind Kriterien wie Tracking Error, Tracking Difference. Das heißt also, wie gut schafft es denn der ETF, seinen Index zu verfolgen? Ja, also wenn Sie einen nachhaltigen ETF haben und der, ja, der zugrunde liegende Index, der macht 5% Rendite, dann möchten Sie ja auch, dass bei in Ihrem ETF diese 5% möglichst ankommen, ja, dass Sie also den Index möglichst genau verfolgen. Und zu guter Letzt immer die Frage, möchte ich denn einen physischen oder einen synthetischen ETF, also ein Produkt, was wirklich selbst in die Wertpapiere investiert am Kapitalmarkt oder die Swap-basierte Replikation, gerade, denke ich, für den Anleger, der physische, der in ESG investieren möchte, sind die physischen ETFs einfach auch die bessere Wahl, weil da geht es ja auch darum, worein wird das Geld wirklich investiert, was ich denn in den Kapitalmarkt gebe. Und ich möchte ja wissen, was mit meiner Investition passiert. Und da ist auch der Transparenzgedanke neben weiteren Vorteilen der physischen Replikationsmethodik einmal hervorzuheben. Ich weiß nicht, ob wir das noch einmal hier durchgehen sollen, dass man sagt, naja, was ist da eigentlich der Unterschied? Grundsätzlich, ich hatte es jetzt gerade schon gesagt, wir favorisieren die physischen ETFs. Da geht es so, es gibt eine Indexzusammensetzung, die kaufe ich am Kapitalmarkt zusammen als ETF-Anbieter und komme dann am Ende darüber auch zur Wertentwicklung. Ja, also ein DAX 30 ETF wird dann so repliziert, dass einfach die 30 Titel in der Indexgewichtung in den Fonds hineingekauft werden und man so direkt, deshalb spricht man auch von der direkten Replikationsmethodik, dass die Indexrendite erreicht im ETF. Demgegenüber steht die synthetische Replikationsmethodik. Hier geht der ETF-Anbieter Swap-Geschäfte ein mit verschiedenen Partnern. Ja, das sind meist Investmentbanken. Und da haben Sie einfach ein Tauschgeschäft, was sich wie folgt darstellt. Im ETF wird ein Sicherheitskorb hinterlegt aus Wertpapieren. Das müssen aber nicht die Wertpapiere aus dem Index sein, sondern da können Sie das Portfolio auch mit Blue Chips besichern. Und darüber hinaus bekommen Sie dann sozusagen den Vertrag zustande als ETF-Anbieter mit den Swap-Partnern. Die Swap-Partner liefern die Indexrendite und erhalten dafür die Wertentwicklung aus dem Sicherheitskorb. Das Ganze ist einfach insofern ein Stück weit, kann es da problematisch sein, weil Sie das Risiko haben, dass einer dieser Swap-Partner ausfallen sollte. Das muss zwar versichert sein, ja, das ist ein vor allen Dingen theoretisches Risiko, ist aber auch einmal einfach genannt, gibt Bereiche der Geldanlage, da gibt es ausschließlich synthetische ETFs, ja, zum Beispiel im Rohstoffbereich, oder auch, wenn es regulatorische Vorgaben gibt für manche Länder, da war es lange Zeit einfacher, über synthetische Produkte zu investieren. Mittlerweile kann man eigentlich sagen, der Trend geht ganz klar dahin, dass man physische ETFs bevorzugt und die Branche sich in diese Richtung bewegt. Wohin sich die Branche auch noch bewegt, ist einfach in Richtung Nachhaltigkeit. Ja. Ich habe Ihnen hier mal aufgezeichnet, die verwalteten Gelder, die sich in ESG-ETFs hier angelegt wurden in den vergangenen 2 Jahren. Ja. Das sieht man einfach ganz deutlich, eine Verdopplung der Mittelzuflüsse. Also das Thema ist in der Industrie einfach angekommen. Sie sehen da große Nachfragen. Warum ist das überhaupt wichtig für den Anleger, dass hier mehr Geld in die Fonds hineinkommt? Je größer ein ETF ist, umso
umso einfacher wird es auch für den Anbieter, den dann günstiger anzubieten, ja, weil dann rechnet sich das immer noch und dieses Wachstum hat auch immer sinkende Preise zur Folge und das sehen wir auch gerade im Bereich der nachhaltigen ETFs, dass die Produktkosten über die vergangenen Jahre einfach sehr deutlich nach unten gekommen sind und das ist was Positives, weil niedrige Kosten, das hatten wir auch schon behandelt, sind einfach ein ganz wichtiger Faktor in der Geldanlage. Und jetzt kommen wir mal hin zum Thema, naja, wie suche ich denn dann eigentlich einen nachhaltigen ETF aus? Die nachhaltigen ETFs basieren eigentlich immer auf gewissen konventionellen Indizes im Staat einmal, die dann hinsichtlich von Nachhaltigkeitskriterien weiterentwickelt wurden. Und da gibt es zwei verschiedene grobe Arten, das Ganze eigentlich zu unterteilen. Und zwar das eine ist ESG, Environment, Social Governance, also Umwelt, soziale und Governance-Gesichtspunkte. Und das zweite ist SRI, Social Responsible Investment. Und diese beiden sind verschiedene Arten, wie ich sozusagen ESG messen kann, wie ich Nachhaltigkeit im ETF-Bereich auch betrachten kann. Und das sind auch Kürzel, auf die ich achten kann als Anleger, wenn ich nachhaltige Produkte aussuche. Ja, so tun wir das auch. Wir schauen uns das auch an, eben für unsere Kunden in der Vermögensverwaltung, die passenden nachhaltigen ETFs dann herauszusuchen. Und was hat es jetzt auf sich mit dieser Definition von Nachhaltigkeit und was ist sozusagen die, was wird dort eigentlich ausgeschlossen? Ja, wie wird jetzt aus einem konventionellen Index ein nachhaltiges Pendant? Da gibt es also die zwei Möglichkeiten. Einerseits, dass ich im SRI-Bereich, und da sind wir am rechten Rand sozusagen der Grafik, eine Best-in-Class-Auswahl habe, nämlich nur die Unternehmen mit den besten ESG-Bewertungen, also mit diesen Nachhaltigkeitskriterien aus jedem Sektor werden dann in einen Index aufgenommen, ja. Und Sie sehen am unteren Ende abgetragen, wie viel Prozent der Unternehmungen aus einem breiten Index dann noch übrig bleiben. Naja, da sind also 25% noch dabei und 75% fallen sozusagen weg. Am anderen Ende der Skala, wenn man sozusagen, man sagt, naja, ich möchte jetzt nicht das sehr strikte SAI haben, sondern ich möchte schon Nachhaltigkeit, aber eher nah dran bleiben am Markt. Da sind es also bei die ESG-Screen-Varianten zum Beispiel, wo ich einfach gewisse Basisausschlüsse habe, wie zum Beispiel umstrittene Waffen, Tabakproduktion, Schusswaffen im Allgemeinen. Wenn es etwas strenger wird, dann sind das Kategorien, die wegfallen, wie zum Beispiel Glücksspiel, wie genetisch veränderte Organismen. Und da sehen Sie jetzt, da fallen in Anführungszeichen nur 7% der Unternehmungen aus dem Index heraus. Wenn Sie sich einen breiten Index vorstellen, einen MSCI USA mit mehreren 100 Titeln, wenn Sie da eine ESG-Screen-Variante haben, fallen einfach 7% weg von denen, die zu stark in diesen Branchen engagiert sind. Das hat sozusagen den Vorteil, dass ich sehr marktnah unter Wahrung von ESG-Gesichtspunkten investieren kann. Ja, also weil ich möchte ja als Anleger, wenn ich vielleicht sage, ich möchte US-Aktien investieren, da auch möglichst breit hineingehen. Wir haben ja schon von Diversifikation heute gesprochen. Da sind vor allen Dingen diese ESG-Screen-Varianten der Fall, wer es sozusagen strikter haben möchte und diesen Ansatz haben möchte, nur die ja, die Vorreiter im Bereich des ESG-Investings darin haben, das ist dann eher die SAI-Variante. Und das muss jeder Anleger für sich entscheiden oder eben es tut der Vermögensverwalter für ihn. Das ist dann so ein bisschen die Sache, wenn ich mir ausgewählt habe, welche Art von Nachhaltigkeit möchte ich denn haben im Portfolio, welche ETFs entsprechen auch meinen Auswahlkriterien, wie geht es dann weiter, wie finde ich eine Anlagestrategie, die zu mir passt, ja. Grundsätzlich einmal sollte ich auch, wenn ich nachhaltig investiere, die Grundregeln der Portfoliokonstruktion nicht außer Acht lassen, nämlich einerseits eine breite Streuung regional. Das bedeutet nicht nur in Europa, nicht nur in Deutschland investieren, sondern eben auch in den weltweiten Märkten, nicht nur jetzt in den entwickelten Volkswirtschaften, wie auch dann in Nordamerika oder Japan, sondern dass eben auch Anteile des Portfolios in Emerging Markets investiert werden. Das ist sozusagen grundsätzlich wichtig. Darüber hinaus, je nach Risiko,
Toleranz des Anlegers und Risikoneigung ist auch nicht immer ein reines Aktienportfolio geeignet, sondern man sollte dann, wenn ich insbesondere konservativer aufgestellt bin, auch ein Portfolio aufbauen oder auswählen, was zum Beispiel Anleihen beinhaltet in einem gewissen Maß, einfach um einen Stabilitätsanker auch ins Portfolio hineinzusetzen. Wir bei Scalable in unseren Strategien bieten auch optional die Möglichkeit an, über ETCs auch in Gold einen Goldbaustein mitzunehmen. Ja, das wird immer diskutiert. Passt das auch in ein ESG-Universum hinein? Da achten wir darauf, dass das natürlich den höchsten ethischen Standards entspricht, auch das Goldinvestment. Und das ist nur optional möglich. Wir als Vermögensverwalter, wenn Sie also sagen, ja, das Thema nachhaltiges Investieren, das interessiert Sie, Sie möchten sich aber nicht selbstständig um die Produktauswahl, um die Anlagestrategie kümmern, finden für jeden Anleger dann immer über den digitalen Weg, über die App oder übers Webcockpit die Möglichkeit, dass Sie eine Anlagestrategie auch finden, die zu Ihnen passt. Dadurch laufen Sie einen Fragebogen hinsichtlich Ihrer finanziellen Situation, hinsichtlich auch Ihrer Ziele, die Sie haben, und am Ende steht sozusagen eine maximale Risikokategorie. Dann können Sie noch auswählen, wie möchten Sie das Portfolio verwaltet haben. Wir haben da bei Scalable nämlich mehrere Möglichkeiten. Das eine sind nachhaltige ESG-Portfolien, das andere sind unsere Portfolien mit Risikosteuerung, die sind aktuell noch nicht als ESG-Variante verfügbar, und dann kümmern wir uns als Vermögensverwalter darum, ja. Gibt diese zwei Möglichkeiten, die ich gerade schon angesprochen hatte. Einmal unser ethisch nachhaltiges Mandat, um das es ja auch heute geht. Da wird das Ganze verwaltet über eine Zielaktienquote. Das heißt, Sie wählen sich aus, wie viele Aktien möchten Sie denn auf Basis des Fragebogens. Darüber hinaus haben wir auch noch Value-at-Risk-Strategien. Dazu haben wir auf unserer Seite Webinare. Das heißt, wenn Sie das interessiert, würde ich Sie einmal an Scalable noch verweisen und schauen sich das an. Was beinhaltet jetzt das ESG-Portfolio? Wie wird das gemacht? Wir schauen uns das an, einerseits hinsichtlich ESG-Kriterien. Das sind nicht alles ganz ausschließlich ESG-Produkte. Warum? Weil wir ja, wie ich das eingangs auch gesagt habe, sehr strikte Grundregeln haben, was die ETF-Auswahl betrifft. Und da gibt es für manche, ganz wenige Bereiche, einfach noch kein Produkt, was ein ESG-Siegel hat, was auch hinreichend ist hinsichtlich zum Beispiel der Handelbarkeit. Ja, wir verwalten weit über 2 Milliarden, da müssen wir auch darauf achten, dass die Tickets sinnvoll handelbar sind, aber wir kommen dahin und versuchen natürlich, das Portfolio so nachhaltig wie möglich aufzustellen, allerdings nicht auf Kosten von Qualitätseinbußen bei den Produkten. Das Ganze wird fortlaufend überwacht hinsichtlich des Rebalancings. Das heißt, das wird immer bezogen auf das Portfolio gemacht. Die Regionengewichtung, die geschieht auf Basis der Marktkapitalisierung, auch wenn wir da gewisse Schranken einziehen und sozusagen auch darauf achten, dass keine zu großen Gewichte in einer Region entstehen. Darüber hinaus, das hatte ich bereits angesprochen, kann das Portfolio optional auch noch mit einer Goldkomponente versehen werden. Im Beispiel jetzt mal ist hier ein ESG-60-Depot. Das heißt also, der Kunde hat hier eine Aktienquote von 60% gewählt plus Gold. Das heißt, in dem Fall ist der Teil der 40% Rest, der nicht in Aktien investiert ist, aufgeteilt in Anleihen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen plus Gold. Das heißt also grundsätzlich die Idee, ein breit gestreutes Portfolio über verschiedene Regionen, auch über Branchen hinweg, deshalb möglichst marktbreite Indizes. Und grundsätzlich kann man einfach sagen, ja, wann wird hier auch umgeschichtet, wann findet das Rebalancing statt? Das findet statt, wenn man, wenn es einfach gewisse Abweichungen gibt, ja, von dieser strategischen Aktienquote, die der Kunde gewählt hat. Das heißt, wir machen das nicht stichtagsbezogen, sondern betrachten die Portfolien individuell, und wenn es eine signifikante Abweichung gibt von der Aktienquote oder auch, ja, von den Quoten der einzelnen Sub-Asset-Klassen zueinander, dann wird einfach individuell rebalanced. Kann auch natürlich sein, bei Einzahlungen wird es auch natürlich wieder so hergestellt, dass die Sollgewichtung da ist, und das wird jedes einzelne Portfolio überwacht. Ist auch alles hier mit drin. Es gibt hier verschiedene Strategien von 0% Aktienquote bis 100% Aktienquote bis zum Anteil von 90% können Sie auch die Goldbeimischung wählen.
Und grundsätzlich, das gilt ja bei, das geht ja bei der Anlage am Kapitalmarkt immer einher, Risiko und Rendite. Renditen am Kapitalmarkt sind ja Risikoprämien, das heißt, mit dem ansteigenden Risiko, mit der ansteigenden Aktienquote haben Sie natürlich auch eine höhere Renditeerwartung an das Portfolio, und da muss dann jeder auch, und da hilft dieser Fragebogen ganz gut weiter, auch eine Mischung finden aus, ja, chancenträchtig und sozusagen Sicherheitsaspekt, mit der er leben kann als Anleger. Nicht jeder hält 100% Aktien aus. Aber ich glaube, wenn man sich etwas mit dem Thema beschäftigt, kann man da ganz gut auch etwas finden, was zu einem passt. Hier sehen Sie das aktuelle Universum. Das veröffentlichen wir auch immer auf unserer Homepage aktuell, einsehbar für jeden. Da muss man nicht Kunde sein. Sie sehen hier also auch die ETFs, die sich aktuell darin befinden. Das sind verschiedenste Regionen mit dabei. Und da hat man also auch eine hinreichende Diversifikation erreicht. Über 7.800 Einzelwerte sind sozusagen mit im Portfolio drin, mit diesen Titeln, sodass man sagen kann, ja, hinsichtlich Diversifikationsgesichtspunkten sehr gut ausbalanciert. Meistens die ESG-Screened-Varianten, weil wir einfach möglichst marktnah hier auch investieren möchten, die Chancen des Kapitalmarkts nutzen, unter der Wahrung natürlich der ESG-Kriterien. Und wir achten natürlich auch fortlaufend darauf, dass dieses Universum up-to-date bleibt. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel ein ETF gibt, der kostengünstiger ist und genauso gut, dann führen wir automatisch auch einen Austausch durch. Ja. Was gibt sonst noch so rund um Scalable zu sagen, bevor ich nochmal zu Ihren Fragen komme, die Sie vielleicht schon gestellt haben? Wenn ich Scalable als Vermögensverwalter nutze, die Möglichkeit, das zu tun mit Depotführung bei der ING oder bei Bader. Wir sind lediglich der Vermögensverwalter. Das heißt, wir können im Rahmen dieses Mandats dort ETFs kaufen und verkaufen, uns aber niemals Eigentum verschaffen an dem Ganzen. Natürlich, Sie sind immer Inhaber des Vermögens, haben auch den vollen Überblick darüber in der App, im Web, wie Sie das gerne hätten, stehen natürlich auch für Fragen zur Verfügung. Ab 10.000 Euro Mindestanlagesumme geht das Ganze los. Darüber hinaus legen wir auch Wert, dass es eine vollwertige Vermögensverwaltung ist. Und dazu gehört natürlich auch der Aspekt, dass es eine persönliche Betreuung gibt rund um das Thema. Wenn Sie auch nochmal Nachfragen haben, die sich jetzt heute im Rahmen eines Webinars vielleicht nicht klären lassen, weil es um die persönliche Situation geht, buchen Sie sich gerne jederzeit einen Rückruf mit dem Team, was wir dafür extra haben, was sich dann darum kümmert, um Ihre Situation. Das können Sie jederzeit machen für etwas komplexere Situationen, wenn es auch darum geht, ja, wie passt das vielleicht zu meinen anderen Vermögensverwaltungen, die ich habe, zur Anlage bei der Bank. Also da haben wir so eine grobe Hausnummer von 100.000 Euro gesetzt als Einstiegspunkt. Da kann man auch, wenn der Lockdown irgendwann vorbei ist, wieder in unseren Büros vorbeikommen. Wir sitzen in München, da kommen Sie uns gerne auch dann mal besuchen im Büro. Darüber hinaus stehen wir auch für Gespräche ja eigentlich bundesweit zur Verfügung, wenn man persönlich über die Sache einmal sprechen möchte. Da machen wir auch regelmäßig Veranstaltungen, ja, sowohl virtuell noch viel lieber, so geht es mir zumindest persönlich, auch Veranstaltungen vor Ort. Hier haben wir nochmal ein Bild, das war letztes Jahr in Frankfurt, wo wir alle unsere Frankfurter Kunden eingeladen haben mit externen Gastrednern, dass man also sagen kann, ja, wer das möchte, bekommt hier auch eine Betreuung in der Vermögensverwaltung mit dazu. Man kann es natürlich auch vollständig anonym über die Webkanäle nutzen. Das Ganze ist transparent, ja, Sie haben da immer den vollen Überblick über Ihr Portfolio, auch wenn Sie sozusagen die verschiedenen Angebote von Scalable kombinieren, machen viele unserer Kunden, die haben sowohl ein Vermögensverwaltungsportfolio oder mehrere, das geht nämlich auch, Sie können auch mehrere Strategien machen, dann haben viele noch unseren Broker, wo Sie mal einzelne ETFs oder Aktien handeln oder Fonds kaufen oder auch noch dazu eine Cash-Position im Festgeld. Das ist also alles unter einem Login verfügbar. Da finden Sie immer den vollen Überblick über die Rendite des Ganzen. Sie können direkt den Kundenservice kontaktieren. Darüber hinaus empfehle ich auch noch unseren Blog und unsere Mediathek für weitere Informationen rund um das Thema Geldanlage, die wir da zur Verfügung stellen.
Was kostet das Ganze? Die Vermögensverwaltung, das ist auch sehr, sehr schnell erklärt, haben da eine Flat-Fee geschaffen von 0,75% im Jahr auf das angelegte Vermögen, inklusive Depotführung, inklusive Mehrwertsteuer, inklusive aller Transaktionen, inklusive Kundenservice. Das heißt, das ist hier alles mit integriert. Dazu kommt noch die Gebühren der ETFs, die ja der Fonds selbst verrechnet. Der ETF, die liegen bei 15 Basispunkten, sodass ich insgesamt hier auf eine Kostenbelastung von 0,9 komme für eine vollwertige Vermögensverwaltung. Zum Abschluss des Vortrages jetzt einmal noch ein Risikohinweis. Natürlich ist die Geldanlage am Kapitalmarkt mit Risiken verbunden. Wenn Sie dazu mehr wissen möchten, gerne auf scalable.capital/risiko. Vielen Dank soweit schon mal.